Und Cecil Rhodes ist ja sehr reich geworden in Südafrika durch die Diamantminen und Goldminen und so weiter. Und dann auch natürlich mit seinem Versuch des Regime-Putsches oder Regime-Change gegen den Präsidenten der Republik Transvaal, Oom Krüger. Und das war 1895. Und wieder auch, wir haben die Vergleiche heute, was damals dieser reiche Cecil Rhodes darstellte, mit einer Machtfülle. Das ist, man sich das gar nicht vorstellen, dass er auch politisch aktiv, wie gesagt, der Regime-Change in Transvaal 1895, und da hat ja natürlich Kaiser Wilhelm II wieder einen verhängnisvollen Fehler begangen, aus Sicht unserer Geschichtsbücher jetzt, dass er dem ein Telegramm geschickt hat und ihm gratuliert hat, diesen Regime-Change abgewehrt zu haben. In England gab es natürlich heftige Wogen. Der Kaiser wurde angegriffen von allen Seiten, auch in Deutschland angegriffen, wie er dazu kommt, hier da so ein Telegramm zu schicken. Aber ich denke, so einer Republik dann zu gratulieren, dass die ein Regime-Change von solch einem Spekulanten, von solch einem Hasardeur abgewehrt zu haben, das ist doch eigentlich, sehe ich eigentlich durchaus positiver, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir fällt heute im Vergleich zu dieser Figur von Cecil Rhodes, fällt mir nur ein Mann ein. Das ist George Soros. Und wenn wir sehen, Soros, der hat also einen Angriff auf das Pfund geführt und da Milliarden verdient. Der hat einen Angriff auf die asiatische Währung geführt, Milliarden verdient. Er finanziert farbige Revolution, also Regime Change, das gleiche, was Cecil Rhodes gemacht hat. So, das Einzige, wo sich beide unterscheiden, Cecil Rhodes war ein absoluter Rassist. Er hat Äußerungen von sich gegeben, die sind heute kaum wiederzugeben. Er sagt also, dass die englische Rasse, nee, die angelsächsische Rasse die erste Rasse in dieser Welt ist. Und nur diese Rasse ist fähig dazu, diese Welt zu regieren. Und natürlich muss diese angelsächsische Rasse vereint werden, also mit dem Teil, der auch in Amerika ist. Das war seine Zielsetzung. Und er hat sein ganzes Geld auch genommen in Stiftungen und bis heute werden in Cambridge, ich glaube, 200 Studenten ausgebildet, in seinem Sinne mehr oder weniger. Unter anderem kommt auch Clinton aus dieser Stiftung von Cecil Rhodes. Also nur mal, um das zu vergleichen. Und ich meine hier, für mich diese Parallelen haben wir hier in George Soros. Aber er hat, bisher habe ich von ihm nie, noch keine rassistische Äußerung gehört. Also das gibt es bei ihm nicht. Aber beim Cecil Rhodes schon. Das ist so der Unterschied. Aber was das da ist, für sich in Anspruch zu nehmen, politisch hier in der Welt mitzumischen. Und wir haben ja, wenn Sie sich erinnern, auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist dieser Mann, der von niemandem legitimiert ist, also demokratisch legitimiert ist, er wird eingeladen und darf hier reden und fordert dann auch anschließend die Regierung auf, 20 Milliarden in die Ukraine zu transformieren. Wobei er an den Staatsanleihen von der Ukraine natürlich auch wieder mitverdient und so weiter. Also das sind für mich schon ganz starke Parallelen. Und dann natürlich die Leute, wenn wir denken, Cecil Rhodes mit diesem vielen Geld und dann auch die Bankelite, die dann immer stärker geworden ist. Und dann, wann war das denn? 1910, da auf Jekyll Island, wurde unter dem Senator Aldrich die sich dann getroffen haben und diese FED angedacht haben. Und das war, 1913 war das, ja. und ja, aber das Geheimtreffen war Ach 1910. so, das war schon Und 1910, okay. das war 1910. Da haben die sich auf der Insel Jekyll Island, Jekyll ja. Island. Jekyll Island getroffen. Und das gehört ja morgen, der Morgenfamilie, diese Insel, um ungestört zu sein. Also, und dann ging das ja Schlag auf Schlag. Also 1913, die FED, und die war ja auch verrottet, der wird ja aus nichts wird Geld kreiert. Da hat man also Privatleuten die Möglichkeit gegeben, Geld zu schöpfen. Und das machen die mit Schuldverschreibung. Also, und sonst wäre der Erste Weltkrieg so gar nicht so möglich gewesen. Also, ich muss mich jetzt nochmal verbessern. Vom Lord Milner, der Erste Weltkrieg, das ist Milners Second War. Milners First War ist der Burenkrieg 1889, 99 bis 1902. So haben wir es. So. Also, und dieser Milner war dann in London auch, also 1904, hatte Balfour, der konservative Ministerpräsident, den Befehl oder ja, angeordnet, dieses Committee of Imperial Defense zu gründen, um derartige
derartiges Versagen wie im Burenkrieg künftig zu verhindern. Und hier muss man sagen, dieser Burenkrieg ist für mich auch so eine Blaupause für das 20. Jahrhundert. Hier kämpften 450.000 Briten gegen 90.000 Buren oder Farmer. Die wollten da ihre Produkte anbauen. Denen war es völlig wurscht, ob unter ihrem Acker Gold ist oder Diamant ist. Wollten die ja nicht schürfen, die wollten ihre Farmen betreiben. Also eine ganz andere Lebensauffassung eigentlich. Und sie kämpften natürlich, wie man heute sagt, hybrid, also nicht so in geschlossenen Formationen, sondern sie kannten ihr Land, sie nutzten ihr Land und haben den Briten also sehr schwierig gemacht. Nicht? Das verhält 90.000 zu 450.000. Und die Briten sahen dann keine andere Möglichkeit, als Lager einzurichten, die Familien an Frauen, Kinder da hier einzufärchen und den Farmern damit zu drohen, wenn sie den Kampf nicht einstellen, werden ihre Angehörigen ermordet. Und die haben dann den Kampf eingestellt. So, das ist die Geschichte zu dieser Burenrepublik. Und da muss ich sagen, das, was wir da an menschenverachtendem Vorgehen gesehen haben, das ist dann wirklich die Blaupause fürs 20. Jahrhundert. Und das ist eigentlich auch, deswegen halte ich es auch für wichtig, dass wir das in diesem Zusammenhang sehen. Nicht der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, diese Entmenschlichung, ist hier vorweggenommen, meiner Ansicht nach. Und wie gesagt, auch hier das Involviertsein des großen Kapitals, das haben wir hier auch. Wie gesagt, und dann hast du ja gerade richtig gesagt mit der FED, und da konnte dann wirklich das große Geld kreiert werden für den Ersten Weltkrieg. Also die Engländer und Franzosen waren gar nicht in der Lage, auch einen langen Krieg zu finanzieren. Und das machten sofort mit Kriegsbeginn die Morgan Company. Wenn wir denken, mit Kriegseintritt am 4. April 1917 hatte John Pierpont Morgan 2.100 Millionen US-Dollar der Entente geliehen. Und die jüdischen Banken in Amerika haben dem Kaiser 27 Millionen Dollar geliehen. Also das muss man dabei auch einmal sagen müssen, denke ich einmal. Also die christlichen Banken, also die christlich-protestantischen, die waren im Regelfall auf Seite Englands natürlich, völlig klar. Und die Banken mit deutschen Wurzeln in New York, die waren kaisertreu. Also ganz einfach. Und mit Beginn des Ersten Weltkrieges wollten auch deutsche Juden in New York ein Freiwilligenregiment aufstellen. Und wir wissen ja, dass im Ersten Weltkrieg um die 100.000 Deutsche mit jüdischen Wurzeln also äußerst tapfer gekämpft haben. Und das habe ich auch in meinem Buch, da Deutsche und Juden hin. Deswegen habe ich das auch schreiben können, weil mein Opa einen Leutnant hatte im Schützengraben in Frankreich, der jüdische Wurzeln hatten und für den er durchs Feuer gegangen ist, den er sehr verehrt hat. Weil das halt ein charakterlich fester Mann war. Und ich denke auch, dieser Rassismus, wenn man im Schützengraben ist, und Bild dem Film Im Westen nichts Neues, sollte sich jeder einmal anschauen, wenn man da drin ist und die tagelang, 48 Stunden hämmert die Artillerie auf diesen Schützengraben. Da ist neben mir doch unwichtig, ob der neben mir Jude oder sonst was ist, sondern da kommt es doch nur auf die charakterlichen Qualitäten auch meines Nebenmannes an, denke ich mal. Deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Männer, die aus dem Schützengraben kamen, dass die auch nur einen Funken Rassismus im Leib, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also das nur mal jetzt zu diesem Punkt. Also das ist die Sache. Und dann ging das ja, wie gesagt, dann ging das ja nahtlos weiter. Wir wissen, der Krieg ging ja verloren. Mit den Reparationen, das hat die Wall Street übernommen und Schuldscheine da in den Umlauf gebracht und hat damit natürlich auch die großen Konzerne geholfen, die großen Konzerne wie EG Farben und Vereinigte Stahlwerke aufzubauen, die im Prinzip multinationale Konzerne waren. Und damit das alles wirklich, die Zentralbank in den USA, also die Fed, ist ja eine private Zentralbank für die USA. Aber um das weltweit zu betreiben, wurde dann, glaube 1929 oder 30, wurde dann in Basel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegründet von denen, um dann die ganz großen weltweiten Geschäfte zu machen, auch mit dem Dritten Reich. Da war zum Beispiel auch ein gewisser Halmar Schacht, der ja genau heißt Halmar, Chalmar, Chalmar,
Horace Greeley Schacht. Das heißt, der Vater war Bankdirektor an der Wall Street. Er ist da, glaube ich, auch geboren und hat also diese amerikanischen Vornamen. Und der war dann im Dritten Reich der Mann, der den Nazis die Finanzen bereitgestellt hat. Und er ist bei den 22 Angeklagten von Nürnberg der Einzige, der freigesprochen worden ist. Und das hat mich immer schon stutzig gemacht, wo ich der Meinung bin, die Geldgeber der Macht, egal wo, das haben wir jetzt auch beim Islamischen Staat, wer gibt das Geld? Das sind die Leute, die meiner Ansicht nach zur Rechenschaft gezogen gehören. Und zwar, es zieht sich durch alle Kriege hindurch. Ob wir in den 30-jährigen Krieg gehen, schauen wir mal nach Wallenstein. Wo sind die Geldgeber der Macht? Die Geldgeber des Krieges. So. Und die da natürlich dran entsprechend verdienen. Da müssen wir das Auge drauf haben. Und denen muss dieses Instrument aus der Hand genommen werden. Wolfgang, lass uns doch zum Schluss noch eine Person beleuchten, die wir ja auch, die eigentlich auch mit in dieses Szenario gehört, und zwar den Wladimir Putin. Wie siehst du die Rolle des Wladimir Putins in dieser ganzen Weltsituation momentan? Also, dieser Mann, hier muss ich sagen, also er hat meine Achtung insofern, dass er es enorm schwierig hat. Also das, was hier an Destabilisierung gelaufen ist unter Jelzin durch die USA, ganz bewusst, es ging ja darum, dieses Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion wirklich zu destabilisieren, bis zum geht nicht mehr. Das wäre ihnen ja fast gelungen, bis Putin kam. Und der hat also diesem Spielchen ein Ende gesetzt. Und das ist für ihn natürlich nicht. Er muss ja auch jederzeit mit einem Regime-Change in Moskau rechnen. Also, oder die Ermordung muss er, mit der Ermordung muss er rechnen. Er wäre ja nicht der erste Staatspräsident, der von den USA ermordet werde. Da haben wir eine ganze Liste, die kann man bei Alexander von Bülow nachlesen. Also der muss laufend auf der Hut sein, weil er eine Gefahr für diese Machtspielchen sind, der Geostrategen, der US-amerikanischen Geostrategien. Und dann muss er halt sehen, dass er schaut, was wird hier geplant? Nicht, was planen die USA? Welche Ziele haben sie? Und ja, und auch bis hin zu den kriegerischen Auseinandersetzungen. Also ich denke schon, dass die Vereinigten Staaten durchaus, oder Kräfte, ich muss es so sagen, nicht die Vereinigten Staaten, dass es ein paar Psychopathen in den USA gibt, die diesen Dritten Weltkrieg wollen. Und da muss ich sagen, wie er bisher damit umgegangen ist, wie er versucht, wie gesagt, Syrien, dass Syrien nicht auch noch so destabilisiert wird wie Libyen, dass er das vielleicht verhindern kann und dass er vielleicht auch den Islamischen Staat bekämpfen kann oder die anderen sunnitisch-wahhabitischen Gruppierungen auch. Da gibt es ja keinen Unterschied. Es gibt keine moderaten Terroristen da, wie Obama meint. Nein, da kann man nicht differenzieren. Die sind nicht, als niemand dem moderat. So, also, dass er da versucht, und wir haben ja auch nicht dieser Kampf Schiiten und Sunniten und so weiter, das wird ja alles instrumentalisiert von den USA und von Saudi-Arabien. Kommt ein Sunnit hoch, der säkular ist, wie Saddam Hussein, ist er natürlich auch eine Gefahr für die Sunniten in Riad, muss er natürlich auch weggemacht werden. Also, es ist eine ganz, ganz komplexe Gemengelage. Also es geht nicht nur Schiiten gegen Sunniten, sondern auch Sunniten gegen Sunniten, wenn die Riad gefährlich werden könnten. Und so weiter. Also äußerst gefährlich die Geschichte. Und ja, und da meine ich, dass Putin das äußerst vorsichtig macht, dass er auch den Konflikt, jetzt den Abschuss der Maschine, das wirklich war eine grandiose Provokation meiner Ansicht nach. Ich möchte nicht wissen, was Obama machen würde, wenn eine amerikanische Maschine derart abgeschossen werden und ein Pilot getötet wurde daher. Also nein, er macht das bisher mit äußerster Zurückhaltung und das ist die ganze Hoffnung in diesem Spiel. Also für Obama möchte ich nicht die Hand ins Feuer legen, für Hollande schon dreimal nicht und Merkel überhaupt nicht. Also der Einzige, der jetzt mir zeigt, das ist Putin, der das sehr abwägend macht und ich kann nur hoffen, dass er bei dieser Richtung bleibt. Nicht sehr umsichtig, sehr verantwortlich. Die einzige Chance, die er auch hat, aber die Provokation werde ich aufhören. Und das ist ja auch meine Befürchtung, dass mit dem Einsatz der Bundeswehr die Provokationen steigen werden, bis, wie das die USA in allen Kriegen gemacht haben, der Gegner den First Shoot macht, also den ersten Schuss. Und dann kann man zuschlagen vor der Welt. Das ist jetzt, glaube ich, die Phase, in der wir jetzt sind.
Ich hoffe es natürlich nicht, und hoffe, dass Putin weiter so verantwortlich handelt, meiner Ansicht nach.